Genau, ja, hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina, ich bin freischaffende Künstlerin, selbstständig in meiner Mal- und Zeichenschule. In Wahrheit bin ich ein Kind Gottes. Ja, lieben, Titel des Videos soll heute lauten: Bedenke bitte, in was für eine Position du dich bringst, wenn du mit antisozialen Persönlichkeiten oder in einem toxischen, destruktiven Umfeld bist. Bedenke, dass du immer ausgenutzt wirst, ja, und dass du so ein Spielball wirst für das Ego der antisozialen Persönlichkeiten oder dieses Umfeldes, ja. Also bist du nützlich, kriegst du Aufmerksamkeit, wirst du gelobt, bist du plötzlich toll, wirst du idealisiert, bist du nicht nützlich, kommst du in eine schwache Position oder in eine hilfsbedürftige Position, und wir alle kommen mal in eine hilfsbedürftige Position oder sind mal nicht zu gebrauchen, weil wir einfach Ruhe brauchen, ja? Dann wirst du abgeschossen oder du wirst ausgetauscht, ja? Gerade in Beziehungen, romantischen, ist sowas sehr, sehr schmerzhaft, ja, wenn du einfach mal nicht in der Lage bist, bestimmtes zu tun. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass keiner den Anspruch an uns stellen darf, zu funktionieren oder bestimmte Erwartungen zu erfüllen. Ja? Also zumindest nicht. Und ich sage immer so: alles im Leben ist ja immer so ein schmaler Grat. Natürlich, wenn ich in eine Beziehung gehe, habe ich schon bestimmte Erwartungen, Ansprüche und Wünsche. Ja? Aber man kann ja niemanden zu etwas zwingen. Ich würde ja dann auch nur etwas eingehen, wo ich weiß, der Mensch oder ja, oder dort, wo ich hingehe, kann dem gerecht werden. Ja, also das würde ich auf jeden Fall versuchen, auf dem Schirm zu halten, denn ansonsten rutscht man halt eben in so eine Schutz- und Abwehrposition. Man fängt an, sich zu verteidigen, zu wehren. Man rastet vielleicht aus, ja. Und gerade bei diesen Ausrastern würde ich aufpassen, weil antisoziale Persönlichkeiten verwenden sehr, sehr gerne diese Ausraster gegen dich. Ja, dann heißt es: guckt euch die Wahnsinnige an, ja. Was stimmt denn mit dir nicht? Warum bist denn warum bist denn du wieder so empfindlich? Ja, was stimmt denn mit dir nicht? Und das bringt dich auch in so ein Schamlevel, in so ein Schuldgefühllevel, ja, wo du dann auch anfängst, dich viel zu hinterfragen und ja, und denkst, dass der Täter, ich sag jetzt einfach mal, der Täter recht hat mit dem, was er sagt. Und du kommst auch in so eine kognitive Dissonanz, ja, du bist einfach emotional auch nicht stabil und du wirst auch immer instabiler, umso länger du in so einem Umfeld, in so einer toxischen Beziehung bleibst. Und ja, deswegen versuch dich nicht in diese Situation zu bringen. Ich spicke mal, ich habe mir viel aufgeschrieben. Genau, es wird gegen dich verwendet, Schuldgefühle. Ja, und auf Dauer kommst du auch in so eine Ohnmacht. Ja, du verlernst es, willensstark zu sein, zu handeln, ja, du wirst so unfähig, ja, und umso älter du auch wirst, umso schwieriger wird es auch, da auszubrechen. Wenn dann auch noch Krankheiten dazu kommen, also unterschätzt das nicht, man kann richtig, richtig krank werden in so einer toxischen Beziehung oder in so einem toxischen Umfeld. Und dann kommen vielleicht noch andere Mittelchen dazu oder Methoden, mit denen man denkt, sich heilen zu können, weil man denkt ja nicht dran, dass es jetzt von diesen Menschen ausgehen könnte. Ja, dann fängt man an, Medikamente zu nehmen, Antidepressiva oder sowas, ne? Dabei ist die Wurzel, ja, man muss das Problem an der Wurzel packen, dieser Mensch, ja, dieser psychische, emotionale, narzisstische Missbrauch, unter dem man so leidet. Und auch wenn schwierig ist, aus so einer Beziehung auszutreten, aber es wird sich lohnen. Ja, dieser Schmerz, der wird irgendwann vorbeigehen. Irgendwann werdet ihr das verarbeitet haben und ihr werdet stärker denn je werden. Und deswegen versucht, das Problem an der Wurzel zu packen. Ja, versucht euch auch nicht schön zu reden. Und ich will euch eins sagen: Gott wird euch immer Möglichkeiten schicken, Symbole schicken, Zeichen schicken, dass irgendwas schief läuft. Er wird euch immer die Hand reichen. Guckt da nicht weg.
Ja, und Gott wird euch helfen, er wird euch da rausbringen und er wird euch genau das geben, um durch diese schwere Zeit zu kommen. Ja, ihr seid nicht allein. Ihr habt dann Gott auf eurer Seite. Was Kraftvolleres gibt es nicht. Weil viele ja auch immer sagen, ja, das geht nicht und das geht nicht und das geht. Doch, es geht. Ja, und durch diese Überlebens- und Schutzstrategien verlierst du ja auch deine Feinfühligkeit. Ja, umso länger du in dieser Position bleibst, umso mehr stumpfst du auch ab. Ja, das sehe ich auch bei vielen Menschen, die irgendwo arbeiten, wo sie nicht gerne hingehen. Ja, wo sie manipuliert werden, wo sie missbraucht werden, wo sie ausgenutzt werden, wo keine Wertschätzung da ist. Ja, das macht was mit einem auf Dauer. Ja, und da kann man noch so oft sagen, ja, ich kann schon damit umgehen. Ja. Dieses Abwinken. Nein, man muss sich einfach mal eingestehen, ich lasse mich so nicht behandeln. Ich bin mir einfach mehr wert. Und da draußen gibt es sicherlich auch andere Möglichkeiten, um Geld zu verdienen oder zu arbeiten. Ja, also dieses System, sage ich mal, ist ja nicht das Ende vom Lied. Also traut euch, seid mutig, versucht da mal auszubrechen. Und ihr werdet sehen, da ist noch so, so viel mehr. Ja, du verlierst deine Identität, dein freies Leben. Du fängst an, dich selbst zu hassen. Ja? Und auch das ist gefährlich, weil wenn du dich an sowas gewöhnst, dann denkst du echt, du hast nichts Besseres verdient. Aber du hast Besseres verdient. Und stell dich hin und sag, sorry, so lasse ich mich nicht behandeln. Und was denkt ihr, wie die Leute dann gucken werden? Ja? Auch wenn sie euch dann nicht lieben werden. Aber sie werden euch respektieren. Sie werden anfangen, euch zu respektieren, weil ihr nicht alles mit euch machen lasst. Aber nur für einen kurzen Moment. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, wenn man sagt, behandle mich bitte besser, dass sie das dann auf lange Sicht auch tun. Nee, man muss sich trotzdem daraus befreien, ja. Und seinen Weg gehen und auch nicht zurückgucken. Ja, und du wirst dich einfach nicht entwickeln können, weil du immer in diesen unterirdischen, missbräuchlichen Status quo gehalten wirst, ja, du. Da bist du nützlich, da gehörst du hin, was Besseres hast du eh nicht verdient oder was redest du denn da, komm mal runter von deinem hohen Ross oder was bist du denn jetzt wieder eingebildet und arrogant und was sind das für unrealistische Vorstellungen? Ne? Also lasst euch das nicht einreden, ihr schafft das, versucht es einfach mal. Und auch wenn man mal hinfällt, dann steht man wieder auf und versucht es nochmal. Und wenn ihr gerade Projekte am Start habt oder ihr überlegt euch irgendwas, dann teilt das nicht mit solchen Menschen, von denen ihr ganz genau wisst, die ziehen euch nur runter, die gönnen euch das nicht und werden das abtun, ja, oder belächeln, ja, die ziehen das dann immer so gerne ins Lächerliche. Kenne ich alles nur zu gut. Ja, und deine größte Waffe ist zu gehen. Geh einfach, ja, mach es möglich. Mach dir einen Plan, sammel Energie und dann ab durch die Post, ja. Guck, dass du da einfach wegkommst und es werden sich andere Möglichkeiten auftun. Beziehungsweise wäre ja nicht schlecht, wenn man vielleicht schon so eine Richtung hat, aber man kann ja auch mal ins kalte Wasser springen, oder? Ist doch auch spannend. Und einfach mal gucken, was dann passiert. Und dann kommen die Wunder. Ja, dann werdet ihr selber denken, wow, das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber dazu müsst ihr erstmal aus diesem Sumpf raus. Egal, ob familiär, ob romantische Beziehungen oder Arbeitsplatz, ja, das ist dann egal. Ja. Ja, ihr Lieben, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Ich hoffe, der ein oder andere wertvolle Impuls war dabei und ansonsten bleibt bei Gott, weil da liegt eure größte Kraft und bis dahin macht's gut!